Palm Angels, Balenciaga, Givenchy. Das sind knapp 20 Euro. Ja. Ist okay. Das sieht super aus. Soll ich die Valentinos kosten? Yo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel Emir auf Dubai. Es ist derselbe Tag, wo wir mit dem Dominik bei Jazz in der Burger waren. Wir haben uns entschieden, nach dem Burgeressen hier in den Al-Karama-Markt zu kommen. Der Al-Karama-Markt ist halt so ein Bazar. Der einzige Ort, wo es in Dubai Fake-Klamotten gibt. Ich habe schon einiges darüber gehört gehabt und wollte mir ein eigenes Bild machen. Wir sind jetzt hier angekommen, dick mit dem SL, richtiger Touri-Style und wurden eben schon von den allen angesprochen. Ich nehme euch jetzt einfach mit und ich glaube, es wird ein lustiger Tag. Hier fängt sofort an, Palm Angels, Vêtements. Assalamu alaikum. Ciao. So sehen die Läden aus. Und hier ist dann halt alles. Hey. Alles Fake-Ware, Replikate. Bruder, hier ist aber richtige Türkei-Vibes. Hast du dieses Model gesehen? Der Dominik war auch schon mal hier. Du hast gesagt, dass die hier Waren aus der Türkei verkaufen, ne? Wir sind jetzt hier seit ein paar Minuten. Und sieht original aus wie in der Türkei hier. Wie so diese kleinen Kapalı-Çarşı's. Hier gibt es alles, Schuhe, Shirts, Taschen, Koffer etc. und alles halt fake. Ist 10 Minuten entfernt von Dubai Mall hier. So, der erste Laden, wo wir reingehen. Can I make video? No. Hier vor den ganzen Läden stehen halt die Verkäufer und wollen die Leute reinlocken und der Dominik fragt die ganze Zeit, habt ihr gute Qualität? Ja. Bruder, du wirst keinen hören, der ja sagen wird. Aber dieser Laden sieht schön aus, Alter, sieht edel aus. Ja. Hey, what's up? How are you? Hier sieht schon so boutique-mäßig aus. How much is this shirt, brother? It's 280. 280? Ja. Yeah. Sind 280 Dirham. Das sind ca. 75 Euro. Also 70 Euro. Teuer Laden. Kann er sich gewaltig. Aber dieser Laden, boah Bruder, guck mal, die haben hier diese Off-White Rimowa-Fee-Koffer. Die kosten den echt, ne? Maximal teuer. Brother, how much is this one? 850. 850? Brother, original one is 850. Original, this is 2500. Best price, I can give you 700. 700? Yeah. Okay. 200.8. Nein, Digga. Ich mach nur Show. Leute, die heulen hier rum, wenn man ein Video machen will. Wo ich hier mit Kamera so reinlaufe einfach. Der hat gesagt, warum machst du Video und als ob ich schon Polizei bin. Als ob Polizei so aussieht wie ich, dann verdeckt der Ermittler. Keine Ahnung, der meinte, alles ist gut. Weil hier in Dubai darf man ja keine fake Sachen verkaufen, ist eigentlich verboten. Ist nicht wie in der Türkei. Bruder, ist auch streng genommen in der Türkei verboten, aber die schauen weg. Im Internet steht überall, dass das hier ein Fake-Markt ist. Wenn das googelt, kommt direkt Al-Karama-Markt und die tun so, ein auf Polizei weiß nicht Bescheid, Alter. Wir wissen auch alles. Ihr seht halt so diese ganzen Standardmarken, wie in der Türkei eigentlich. Wer in der Türkei war, dann wird das hier nicht so fremd kommen. Dominik öffnet hier einfach die Türen. Assalamu alaikum. Und hier, sieht aber richtig schäbig aus hier, ja. Das ist einfach mal, ich komme mein Kopf da dran halt ein. Die sind ja, stark, Digga, ist okay. Bro, aber Daniel, this is problem. Okay. Aber die stellen sich hier voll an, die ganzen Verkäufer, dass man nicht aufnehmen soll. Ich sag, was befürchtet ihr? Meint halt, Polizei sieht das. Dann haben sie gesagt, die Polizei weiß das sowieso, was sie hier macht. Die tolerieren das. Hier habt ihr Valentino-Schuhe und so. Auf einmal sieht ihr nicht nächste Woche von Kopf bis Fuß in Louis Vuitton. Dann wisst ihr Bescheid, Leute. Die Schuhe, zum Beispiel die Valentinos, kosten 80 Euro erster Preis, haben wir schon für 60. Hier die Gürtel kosten 100 und die T-Shirts kosten alle 30 Euro, erster Preis. Es gibt natürlich auch hier Frauensachen, ist halt nicht so belebt hier. Guck mal hier auch weit, Badehose, 8 Euro, Versace, Versace. Und hier halt so Palm Angels, Balenciaga, Givenchy, Standardmarken, natürlich alles original. Essentials. Es ist not fake. It's not? Fake, Leute, mit Garantie. Aber das hat ja Gucci echt so rausgebracht.
Leute, die T-Shirts hier, erster Preis, kosten die alle 100 Dirham, sind 22 Euro. Geht bis 30 Dirham hoch. Ich denke aber, wenn ihr runterhandelt, bekommt ihr alles bestimmt zwischen 10 und 15 Euro. Hier die Jeans kosten 40, 50 Euro, hat er gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht so der Qualität. Sind also Standard-Türkei-Qualität. Die Ladenbetreiber bzw. die Verkäufer sind alles Inder, Pakistaner. Und sind schon sehr, sehr aufdringlich. Also egal, wo man vorbeiläuft, versucht jeder einen in den Laden reinzuzerren. Fragen die ganze Zeit, wollt ihr Schuhe haben, wollt ihr das haben? Bruder, wieso rufst du mich nicht? Hast du dick verhandelt? Ja. Feindern next time. Wie viel wollte der, wie viel hast du geben? Sag jetzt, Bruder, in die Kamera, sei ehrlich. 85. Wie viel wollte er haben? Der wollte 150 haben. Für T-Shirt? Ja. Ein T-Shirt? Thank you, brother, gell? Für ein T-Shirt? Ja, ja. Do you have... Bags. Genau. Das sind knapp 20 Euro. Ja. Ist okay. Sieht super aus. Ja, gefällt dir? Ja. Sieht gut aus. Ja? What's wrong? Blogging? No, brother. Yeah, blogger. Blogger? Which... Which name? Yeah. Police. Dubai. Dubai Police. Dings. Emir? Yeah. Emir of Dubai, brother. Emir of Dubai. Dubai. You see it here? Look now. He subscribe. Because he makes vlogs for lives mashallah. In Germany. Come all here. Der lacht auf sich, Alter. You subscriber. Thank you, brother. Ey, für sein Lachen müsst ihr auf jeden Fall hier einmal zum Mondo kommen. Bruder, was haben die für Puppen gemacht? Ja, astaghfirullah. Allah, was ist das, Alter? When you have shirts? Shirts. Really? Der Dominik sucht nach Hemden, aber bisher hatten die in 10 Läden keine Hemden gehabt. Ah, das triggert mich so krass, ne? Diese Plastikschablone. Assalamu alaikum. Und hier ist halt überall so. Das dauert jetzt noch 2 Minuten, dann sagt er mir, nimm nicht mehr auf. Die Preise werden auch immer günstiger. Das kostet 17 Euro. Bruder, ganz ehrlich, ne? Das ist gut, man zum Beispiel. Bruder, so, ich finde, manche Sachen muss man original kaufen. Aber zum Beispiel das auch in originalem, Bruder. Ich war letztens in dem Originalstore. 375 Euro, Bruder. Oder 485 Euro, lass mich nicht lügen. Bruder, ist auch nur ein weißes T-Shirt. So. Ja, nee, ein T-Shirt mit Aufdruck. Wäre das jetzt so reingenäht, aus Seide, aus Goldfasern, halas. Aber so einfach Sticker. Und nur damit anderen, das gefällt mäßig, dass es original ist. Weißt du, Bruder, das ist im Endeffekt dasselbe. Ja, klar. Aber das eine, wenn das original ist, gefällt das den Leuten. Wenn nicht, dann gefällt das denen nicht. Ja. Das ist krass. Wir sind jetzt schon hier locker 500 Meter gelaufen. Eben der Platz sah genauso aus. Wie ihr seht, halt, das ist wirklich riesig hier. Und jeder einzelne Laden ist halt so eine Fake-Boutique. Aber hier ist auch gar nichts los. Echt komisch. Hier die T-Shirts, einfach 8 Euro. Mit Label. Fruit of the Loom ist da dahinter. Balenciaga, Gucci, Fendi, Prada, Dolce. Brother, how much is like this? Not a lot picture. Why? Der arme Dominik hat immer so schlechtes Gewissen, wenn der da nichts kaufen will. Er meinte gerade, der sagt überall, wir kommen in 10 Minuten wieder. Und ich sag dann, stimmt das nicht? Und ich sag dann immer, nee, wir kommen nicht wieder. Can I make with video? Video. No, video is allowed. Video is allowed. Diese hier kosten 300 Euro. Und die hier kosten 180 Euro. Goodbye. Ich glaube aber, so ein Koffer, so, ich bin kein Fan von Fake, aber so einen Koffer hole ich mir. Ja, die weil die haben mir schon immer gefallen und original sind die halt unbezahlbar. Ne? Die kosten ein paar tausend Euro, Bruder, diese limitierten Dinger. Jetzt wurden wir reingebunkern für Uhren. Ich bin gespannt, was für Uhren die haben. How much are the bags, brother? This bags. This one? Yeah. 100 Euro wieder dafür haben. Können wir schon am Ende des Tages für 50. Ich glaube, die gehen wie in der Türkei, Bruder. Kannst alles 50% easy runterhandeln. Wir warten hier seit 10 Minuten locker, ne? Schon, dass sie die Uhren bringen. Ich will gar keine Uhr haben, Alter. Ich habe einfach aus Jux gesagt, ich will das hier auf YouTube zeigen. Haben die mich Shops genommen. Es werden eh so richtig diese Wish-Dingens sein. Ja, Mann, Karama ist einfach so Wish-City. Und warum das jetzt so lange dauert mit den Uhren? Weil die halt alle woanders bunkern. Die meinten auch immer, die machen hier Razzia, die Polizisten und so.
Aber die haben sogar das hier wie in Türkei, Bruder. Weißt du, um diese Rechnung auswendig zu lernen, was die machen, hilft dir auch kein Bachelorabschluss. Brauchst schon Master. So, der hat die Uhren jetzt gebracht in so einer schäbigen Tüte. Da kommen einfach mal so Iced Out Nautilus. Day-Date mit Diamantminute. Samra hat die. Richard Miller, Bruder, guck mal, check den mal meine Hand an. Ich hab's einfach Richard Miller. Bruder, wären die alle original, würden die einfach ein paar Millionen kosten. Rafael Nadal und so. Und der will für die hier Erstpreis 800 Euro haben. Ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Original gesehen, aber guck mal, so ein Richard Mill ist halt unmöglich im Leben zu besitzen. Bro, die kostet 150.000 Euro. Die kannst du dir nicht holen, so, wenn du kein wirklich krasser Motherfucker bist. Aber du hast halt durch diese Fake die Möglichkeit, das so zu tragen. Die sieht schon krass aus. Mit Flipflops. How much the last price, brother? Tell like with no games, nothing. Für die hat er jetzt Rabatt gemacht, 80 Euro, kostet am Ende 680 Euro und für die hier will er einfach 1000 Euro, ich bin halt dran. Das sind, Bruder, das sind Dingensteine, Legosteine. Ja, ja, Leute. Die sieht echt wild aus. So, was krass an dieser Uhr ist einfach, die ist halt so Skeleton, ne? Man sieht einfach meinen Arm dadurch. Der letzte Preis für diese Uhr hat er jetzt gesagt 650 Euro. Natürlich kein Originaler, aber steht auch in keinem Vergleich zum Original, Bruder. Bei dem Original Satz für eine Titanschraube bestimmt 8000 Euro. Boah, wir waren jetzt einfach eine halbe Stunde drin. Mittlerweile sind wir schon in diesem Markt eineinhalb Stunden. So, hab's genommen. Hier gibt's so geile, tolle Schuhleute. Dann sind die Leute auch früher echt in die Schule gegangen. Oder mit Hallenschuhen. Ihr könnt halt so rechnen, die haben eh alle dieselben Preise. T-Shirts kosten zwischen 15 und 30 Euro. Schuhe so 50 bis 100 Euro. Gürtel kosten bestimmt auch so 15, 20 Euro. Taschen auch 80 bis 100 Euro. Damit ihr so einen Überblick habt. Dieser Laden sieht auch richtig elegant aus. Sag mal, komm. Ja, hier sind einfach 20 Leute. We have more production if you want, but in the show, yeah, in the box. I need master quality. Aus, ja, sieht schwer aus. I have better quality. Yeah. This is only for this place. Bei diesen Orten zahlt ihr natürlich auch mehr, ne, für dieses ganze Drumherum. What's your name? My name is Absa. Absa, I'm from Germany. You want to go to Germany? Oh, I like Germany. You know, want Cologne, German? Berlin. German wife? Frankfurt, yeah. You want German wife? I need. Apply. Really? Kilo? Weight is no problem, right? Weight doesn't matter. Yeah, weight, height, not doesn't matter. Just passport. Just passport? Yeah. Really, no problem. This is my dream country, you know. Long time I'm trying to bring. Why? Really? Why you want to go to Germany? Because what I do you know about Germany? Life is better. My brother has been there 7 months. Your brother? Yeah. Where, in which Cologne, city? Cologne. I'm from Cologne. He's from Cologne. Really? Wallah. But he's... Crazy, yeah. Der ist einfach mein Hemmschuh geworden. Wir waren noch eben hier. You want T-Shirt? Best quality. Triple A quality. Watches. Buy watches. Shirts. Hier sind wir noch in einem anderen Laden. Like we have different color. Uhren. Aber ist richtig schlecht. Das, die Original ist so meine Traumuhr. Goldene. Daytona am grünen Ziffernblatt. Mit Rose Gold. Die haben ja alles. Der Rosé-Gold in echt kostet 150.000 Euro. Ehrlich? Ja. Das sind alles schlechte Fakes hier. Erkennt auch an den Preisen. Wusste ich schlecht. Das hat hier wirklich kein Ende, Leute. Guck mal, wir kommen aus dieser Ecke. Da sind wir schon 500 Meter gelaufen. Dann diese Ecke hier. Und das geht einfach hier noch weiter. Im Großen und Ganzen gibt es halt 5 verschiedene Läden, also 5 verschiedene Konzepte und dann kopieren sie sich alle gegenseitig. Das war's dann auch mit dem Video, weil wir laufen jetzt nur noch zurück. Das reicht hier eineinhalb Stunden schon viel zu lange. Ich hoffe, das Video euch gefallen hat. Was hält ihr von Fake-Klamotten? Was hält ihr von diesem Fake-Market? Würdet ihr den besuchen kommen? Wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und peace out. Ciao.